Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir das Schlemmerland komplett abgeschlossen mit allen bis jetzt erreichbaren Powermonden. Und nun wird es Zeit, dass wir uns dem Bowserland widmen. Wird sich Bowser dort verstecken und wird dort der finale Bowserkampf stattfinden? Erfahren wir es. Oder finden wir es heraus. Let's do it. So, zurück zu unseren Recherchen. Als nächstes hätten wir... Der Bowser in Bowsers Land ist der Bowser? Ich habe plötzlich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Wackelt hier etwa alles? Warum? Das ist so eine Überraschung. Bowser. What the fuck? Hallo? Das Vieh ist riesig. Mal sehen, wie dir das schmeckt, Klempnerlein. Warte! Tu's nicht! Ach du Scheiße. Nicht schon wieder ein Absturz. Die Entwickler mögen es wohl, das Spiel zu strecken. Ruinenland. Dankeschön, liebe Entwickler. Ihr schafft es wirklich, uns immer wieder zu beeindrucken. Jetzt wird das Spiel schon wieder gestreckt. Ich habe so gehofft, dass wir jetzt ins Bowserland kommen. Was ist? Wir sollten Powermonde sammeln, um sie zu reparieren. 3 Stück? Wie viele gibt es hier eigentlich? Uff. Episch. Ihr habt also nur 5 Powermonde. Und Lila Coins? Gibt es hier nicht. Okay. Na gut, Hauptsache, es geht schnell, ne? Aber sieht schon ziemlich unheimlich aus hier. Vom Alter schon wieder ist unsere Odyssee im Arsch. Dankeschön, Boss. Du bist so ein Affe. Das war einfach der... So wie der weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Also hier ist echt ein bisschen unheimlich, also. Okay, hier ist auf jeden Fall dieser eine Block. Warum kann man sich da langhangeln? Ein gekonnter Hechtsprung hilft da doch auch. Naja. Alles klar, Nun gut. Oh Gott, ich will nicht wissen, was hier passiert. Ah, egal, finden wir es raus. Es gibt sowieso keine Lila-Coins, also warum sollen wir uns anstrengen? Also mit der Lila-Coin-Suche. Moment, aber erstmal schaue ich, ob hier nicht doch noch irgendwas ist. Nein, ist es nicht. Oh Gott, was wird hier stattfinden? Oh oh. Ist er das? Hallihallo, du Arschloch! Du wirst dafür büßen, dass du unsere Odyssee demoliert hast. Mein Gott, aber das Vieh ist... Alter! What in the fuck? Junge, das Vieh ist brutal! So ein richtig gestörter Final Bosskampf. Erinnert mich aus irgendwie so ein bisschen an Nemesis aus Beyblade Metal Fury. Da!
Ah, es hat funktioniert. Na, wie hat dir das geschmeckt, Boy? Gut, ich will doch hoffen. Im Prinzip sind seine Angriffe vorhersehbar. Nur halt mit dem einen habe ich nicht gerechnet. Alter, lol, die sind zielsuchend. Das fällt er wieder auf die Fresse. Macht solche Schallwellen. Die sehen aber irgendwie ziemlich cool aus. Und easy! Wir schaffen das. Genau, Cappy. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Aber ganz ehrlich, ein Herz wäre nicht schlecht. Ah, okay, ich wusste eh, dass hier eins war. Oh mein. Okay, zack. Ah, okay. Naja, gut. Du Idiot. Schnell. Ah, du wirst hier nicht mehr zum Leben erwachen. Das war es jetzt aber wirklich. Jesus Christ. Ah, aber es ist ein schön gelber Powermond. Multimond, es ist ein Multimond, ich weiß. Und ich hoffe, du wirst nie wieder aufstehen. Das war doch relativ machbar. Jetzt ist das wieder ein Kampf gegen den Herrn der Blitze. Ja, also es ist quasi ein Donnerdrache. Oh, Jesus Christ. Das Vieh war echt, auf jeden Fall echt riesig. Wie hat Bowser den Drachen nur auf seine Kontrolle unter seine Kontrolle gebracht? So, also ich würde sagen, mehr Powermonde gibt es hier nicht, oder? Ich würde aber echt gerne noch nachgucken. Also erstmal nicht, ich will erstmal kurz selber nachschauen. Ja, da ist auch schon eine. Ich will selbstverständlich auch in diesem Gebiet hier alle Powermonde holen. In der antiken Schatztruhe. Alles klar. Hat er jetzt noch einen Tipp? Ja, das heißt, es gibt noch weitere Powermonde. Ich hätte da drüben gibt es noch irgendwas. Deswegen werde ich da gleich mal hingehen und nachschauen. Was? Ich bin so müde. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, du würdest sterben. Naja, gut. So, ich würde sagen, wir gucken uns mal hier noch auf seinem Körper um. Eventuell finden wir dann noch irgendwas. Boah, safe, hier ist irgendwas, aber... So hoch, sollen wir echt so hochklettern? Naja, machen wir es einfach mal. Vielleicht werden wir es... Ich wusste es. Wow, okay, Toad, ich frag dann mal. Ich mach's jetzt einfach mal, weil ich zu voll bin. Irgendwo da vorne. Oder ernsthaft noch ein Tipp? In diesem Land gibt's doch mehr, als ich dachte. Oh, ist eine Rakete. Ja, leck mich am Arsch. Na gut. Ich glaube, hier werden wir dann die letzten beiden Powermonde finden. What the fuck is this? Hier sieht aber ziemlich cool aus. Hier haben wir einen P-Switch. Ah, okay. Aha, so wird's gemacht.
Einen Augenblick mal. Das da drüben sieht doch zu verdächtig aus, oder? Naja, ich weiß nicht, ob da wirklich irgendwas ist. Also, irgendwas muss ja noch sein. Och Gott, was ist das denn? Hier kann nicht nur ein Power Mond sein. Fuck. Ach, halt's Maul, warum? Okay, es ist doch schwerer als ich dachte. Ah, also. Perfekt. Okay, das hätten wir, aber mich würde halt interessieren, wo der zweite Power-Mond ist. Und eventuell geht es halt auch noch weiter. Ich meine. Okay, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Sieht das jedenfalls nicht aus. Ah, aber hier geht es tatsächlich weiter und deswegen. Aha. Ah, okay, hier bauen wir einen Kuh. Lol. Okay, einen Cooper brauchen wir hier, das heißt, wir werden den roten da nutzen müssen. Jetzt muss ich ihn also perfekt treffen. Und beim Spektakel zuschauen. Münzen! So, okay. Gut, das ist ja doch cooler, als ich dachte. Okay, wir müssen jetzt alle perfekt stoppen. Okay, der muss so sein. Und der muss so sein. Perfekt. Ja, easy, würde ich sagen. Ach, danke, dass du... So, jetzt aber. Auf dem Roulette-Turm. Mit Roulette hat das ja nicht viel zu tun. Ich meine, du musst ja nur ein paar Stimmen anhalten. Das heißt ja, ist ja mehr oder weniger Roulette, will ich mal behaupten. Aber gut, jedem das seine. Ach, come on. Wenn ich jetzt an dem Koopa sterbe, ne, dann bin ich der Dümmste... Okay, das war's close. Ist da noch was? Ah, nein, nicht so wirklich. Okay. Und das sieht... Ach Gott. Ach du Scheiße. Okay. Das schaffen wir auch. Okay. Daneben geworfen, Dankeschön. Bam, Alter. Mann, bin ich gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt so, ich fall runter. Hätte ich weiter gelabert, dann wäre es tatsächlich passiert. Also, ich bin froh, dass ich die Schnauze gehalten habe. Den Roulette-Turm hinauf. Yay, wir sind durch damit. Damit sollten jetzt auch alle Power-Mode haben. Also, alle erreichbar. Ich meine, mehr wird es hier nicht geben. Alter, vor so einem riesen Vieh hätte ich auf jeden Fall Schiss. Oh Gott, und wenn es uns auch noch anguckt, ey. Ah! Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich hätte vor diesem Vieh sowas von Schiss. Nun gut. Oh, die krallen erst, Alter. Natürlich bekommt man hier Coins. Alter Schwede. Ich hoffe mal, der wird die ganze Zeit müde bleiben. Weil man sieht ja nicht mal einen Strahl, also so ein Dings. So, das sollten eigentlich alle gewesen sein, oder? Jo, alles klar.
Wir haben 4 von 5 Powermonden. Einer fehlt uns noch, aber den kommen wir halt jetzt noch nicht, aktuell noch nicht dran. Ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Odyssey wieder reparieren. Und zack. Die Odyssey ist repariert. Geil. Zeit zum Abheben. Und wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, dass wir ins Bowserland gehen. Und diesmal richtig. Nichts hält uns jetzt. Ich kann dir nur sagen, Bowser, du wirst für deine Machenschaften büßen. Alter, 404 Powermonde. Bald haben wir die Hälfte. Das war jetzt eine ziemlich unerwünschte Unterbrechung. Aber hey, immerhin haben wir das Schiff repariert. Also halb so wild. Also, vor uns liegt Bowserland. Bowsers Land. Architektur, Statuen, Bowsers Festung. Der hat eine eigene Festung? Wir müssen Tiara und Prinzessin Peach unbedingt helfen. Ich meine, sie hieß Tiara. Ich hoffe mal, dass es nicht falsch ist, sonst bin ich blöd wie Scheiße. Ich glaube, das Bowserland ist sogar tatsächlich das letzte Land, bevor es dann ins Finale geht. Bowsers Land. Da sind wir. Schleich dich in Bowsers Festung. Es ist unausweichlich, jetzt gibt es. Es ist unausweichlich, jetzt gibt es kein Zurück mehr. So ist es. Und es ist auch so ein bisschen asiatisch angehaucht, das gefällt mir. Doch leider Gottes merke ich gerade, dass mein rechter Joy-Con nachlässt. Deswegen muss ich hier leider Gottes an dieser Stelle Schluss machen. Aber ich würde mal sagen, Leute, falls euch dieser Part von Let's Play Super Mario Odyssey gut unterhalten konnte, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt dieses Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Lol, nur 45 Powermonde. Und ein Abo wäre ebenfalls nicht schlecht, wenn euch mein Content gut unterhält. Und im nächsten Part stürmen wir dann Bowsers Land. Und zwar richtig. Bowser wird schon bald für seine Machenschaften bezahlen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Mario Odyssey.